In diesem Video schauen wir uns ganz genau an, wie die Handgelenke beim Pitchen funktionieren. Und dazu habe ich ein ganz spezielles Gerät mitgenommen. Also bitte bleibt dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausig von Progressive Golf Video und das hier ist das dritte Video einer sechsteiligen Serie über den Handgelenkseinsatz beim Golfschwung. Wenn du mit dem ersten Teil beginnen möchtest, dann habe ich unten in der Beschreibung einen Link zu der Playlist hinzugefügt. Es würde mich sehr freuen, wenn du im Anschluss zu diesem Video auch die anderen Videos ansiehst. In meinem Kanal geht es um Golf und um darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du in Zukunft nichts versäumen möchtest, dann bitte ich dich, meinen Kanal zu abonnieren und die Aktivierungsglocke daneben anzuklicken, damit wir uns in Zukunft eben nicht mehr versäumen. So, ich möchte dir ganz kurz den Star dieser Serie vorstellen. Das ist ein Handgelenksensor von der Firma HackMotion, den ich mir vor kurzem besorgt habe und jetzt seit ein paar Wochen damit ja wirklich erfolgreich unterrichte. Und mit diesem Gerät werden wir jetzt dann die ganzen Messungen durchführen. Um das, was ich dir gleich erklären möchte, besser zu verstehen, müssen wir leider einen ganz kurzen Crashkurs machen in Anatomie. Ich habe im ersten Teil dieser Videoserie die Funktion der Handgelenke sehr genau erklärt und hier oben ist eine Infokarte, da kannst du das noch mal anschauen, beziehungsweise habe ich auch unten in der Beschreibung auch einen Link zum ersten Video hineingegeben. Aber damit du jetzt nicht gleich aussteigen musst, machen wir das ganz kurz. Ich möchte dir nur schnell zeigen die wesentlichen Bewegungen. Und zwar, wir reden von einem flachen Handrücken, wir reden von einer sogenannten Dorsalbeugung, wenn das Handgelenk nach hinten gebeugt ist. Wenn das Handgelenk in diese Richtung gebeugt ist, nennt man das eine Palmarbeugung. Wenn das Handgelenk in diese Richtung winkelt, ein radiales Winkeln. Und wenn es in diese Richtung hinuntergeht, ist es ein ulnares Winkeln. Also wir haben Palmar, Dorsal, wir haben radiales Winkeln und ulnares Winkeln. Du brauchst jetzt keine Panik haben, ich werde dann nachher bei der Erklärung das Ganze auch noch schön darstellen, damit du das besser verstehst. So, kommen wir zum Pitch und da sieht man, ich habe 26 Grad dorsale Beugung im Handgelenk links, habe dann bis Ende Aufschwung nur mehr 7 Grad, das heißt, ich habe das Handgelenk doch ein Stückchen Richtung Palmar gebeugt. Und diese 7 Grad, die ich oben hatte, hatte ich dann auch im Treffmoment. Das Interessante ist aber auch wieder anzusehen, wie der Verlauf war von dem Ganzen. Ich gehe jetzt nur ganz kurz wieder auf den Graphen zurück. Ab Top of Backswing, dass ich, wie gesagt, das relativ gleich lasse, aber wieder Richtung Treffmoment hin, beginne ich wieder sehr stark Richtung Dorsal zu arbeiten, also sehr ähnlich wie beim langen Spiel. Also ich versuche nicht den Handrücken flach oder gebeugt durch den Ball durchzuhalten, sondern er geht doch relativ steil wieder hinauf. Beim radialen Winkeln und ulnar Winkeln sieht man, dass ich ein sehr langes Plateau habe, dass ich sehr lange eigentlich das nur lasse und dann versuche, das kurz im Treffmoment sehr aggressiv wegzuschmeißen. So, ganz kurze Wiederholung zum Pitchen, was wir gesehen haben. Also ich habe das Handgelenk dorsal begonnen, habe dann das mehr oder weniger gelassen, ein bisschen was sogar Richtung Palmar verloren. Aber dann war interessant, in Richtung Treffmoment habe ich dann wirklich sehr deutlich Richtung Palmar gearbeitet, das Handgelenk gebeugt und bin dann spät wie beim langen Spiel wieder in diese Position hineingekommen. Aber ich war sehr überrascht, ich dachte vom Gefühl her hätte ich den Schaft wesentlich neutraler, aber er war doch um einiges mehr nach vorne geneigt, als ich es dachte. Kommen wir zur Frage des Tages. Bist du der Typ, der beim Pitchen die Handgelenke überhaupt nicht einsetzen versucht oder versuchst du trotzdem irgendwie das Handgelenk abzuwinkeln in irgendeiner Phase des Schwungs? Bitte kommentiere hier unten und sag mir, wie du an die Sache herangehst.
Im vierten Teil dieser sechsteiligen Serie über den Handgelenkseinsatz beim Golf geht es um den Bunkerschlag. Also schaut euch auch dieses Video bitte an. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihm einen Daumen hoch gibst und vergiss bitte auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben zu drücken, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Das war Christoph Bausig von Progressive Golf Video. Bis bald!